Wirklich auf. Dass es irgendwann auch richtig schneit. Das ist nicht die Autofahrer, aber... Guck mal jetzt, Lea. Jetzt. Lea! Ja! Ja! Der hat sich wahrscheinlich noch gar nicht unter Hände gestellt. Wir sind ja heute ganz weit auseinandergezogen bei der Heide wieder. Die einen rennen so und die anderen kommen jetzt hinterher, ja. Und die waren aber im Flair. Ja, ich bin halt einen Spaß. Der wollte ich nicht. Ich hab den Kindern. Brüderchen und Schwesterchen. Ja, das kann ich doch von so weit nicht lösen. Wir haben einen weg. Auch die Tenniskrumme, die hat natürlich weniger, das ist überhaupt nicht gut. Ja, was ist denn das für ein Märchen? Die Lenz Aerobic Kids aus Eibenstock, das ist natürlich kein Märchen. War das jetzt Aerobic oder Erotic Kids? Wir freuen uns, weil das haben wir Paula auch geschickt. Ganz sportliche Kinder aus Eibenstock sind und unseren Märchenanzug damit bereichern. Ja. Und ihren Charme werden sie uns auch wieder auf der Fliegen Weihnachtsmarkt mit ihren Garten überzeugen. Herzlich willkommen. Das kann doch auf die das ist doch ein Schneiderlein, kann aufstehen. Es kommt mit seinem Gefolge. Riesen, nicht nur Märchen, bestimmt nichts anstellen, dazu noch ein Markt. Und natürlich die Fliegen. Hallo, ich hab's für euch. Komm da weg von den Wir begrüßen die Prinzessin des goldenen Sterns. Ich will bestimmt wieder lächeln. Mann, was rennen die denn alle so? Die Frier. Huch! Und wo ist der Wolf? Da steht nur die sieben Geißlein. Stuttgart 21, der hat wenig auf dem Süd. Das sind ja nur 5. Ich wurde verloren. Das sind ja nur 5.
Da folgt einer mit Steigen. Das wollte keiner. Sind schon sechs, oder? Sieben? Ja, so kann es gehen. Heute ist es ganz was anderes. Wer immer was haben will und mehr haben will und seine Hand von Geld nach Hause bringt, bleibt nicht an den Kleinen leiden, die sind dann irgendwann weg. Das zeigt mir so gut. Und daher sollte unser Verweisen als Eigenschaft gleich sich anreihen. Die war einfach.